Heute präsentiere ich euch ein ganz besonderes Top 5 zu einem der größten Wirtschaftsskandale, den die Welt je gesehen hat. Es geht natürlich um Wirecard. Die Geschichte dahinter ist absurder und spannender als jeder Thriller und dass Wirecard irgendwann untergegangen ist, das wissen wir zum Glück heute. Aber ich präsentiere euch heute die Top 5 der Gründe, warum Wirecard nicht viel früher aufgeflogen ist. Ihr müsst wissen, Wirecard galt als die deutsche Antwort auf Silicon Valley. Mehr wert als die Deutsche Bank und eine Erfolgsnachricht jagte die nächste. Wie die Sky-Doku Wirecard, die Milliardenlüge, jetzt allerdings eindrucksvoll und wie gesagt spannender als jeder Krimi zeigt, war das Ganze ein unfassbar gigantisches Lügengebilde, das letztendlich nur durch beispielsweise mutige Informanten, Whistleblower und Journalisten wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Wie konnte es also überhaupt dazu kommen, dass ein über Jahre aufgebauter, systematischer Betrug nicht viel früher aufgeflogen ist? Tja, die Gründe dafür, genauer gesagt die Informanten, die diese Gründe nennen können, kommen in der exklusiven Sky-Doku Wirecard, die Milliardenlüge, erstmalig exklusiv zu Wort. Jetzt reden die, die eigentlich schweigen sollten, die eigentlich brutalst zum Schweigen gezwungen werden sollten, ganz ungeschönt darüber, wie ein System aufgebaut wurde, in dem 1,9 Milliarden Euro spurlos verschwinden konnten. Und ohne Spaß, Freunde, wie wirklich mutig all diese Informanten, Whistleblower und Journalisten wirklich sind, das hat mir in der Doku immer wieder imponiert. Jetzt kommen sie also, die 5 Gründe, gegen die diese Menschen jahrelang ankämpfen mussten, bis die Wahrheit endlich ans Licht kam und die ihr selbst ab dem 20. Mai hautnah auf Sky Crime erleben könnt. Viel zu viele wollten dieses deutsche Erfolgsmärchen einfach für wahr halten. Ein deutsches Unternehmen, das in einem Atemzug mit den großen Tech-Konzernen aus Amerika und China genannt wird, das will natürlich jeder gerne glauben. Denn wann gibt es schließlich mal eine digitale Erfolgsgeschichte aus Deutschland? Melanie Bergermann ordnet dieses Wunschdenken ein. Endlich hatte Deutschland auch mal ein Unternehmen für die Zukunftstechnologie. Ansonsten steht Deutschland für Maschinenbau, für Autobau, also eine Old Economy, die so ein bisschen ausgedient hat. Und die Zukunft ist ja Digitalisierung und Fintech. Da hatten wir ja nicht viel. Aber Wirecard hatten wir. Dieses Technik-Sommermärchen hatte eine so große Anziehungskraft, dass auch alle kritischen Medienberichte immer wieder abgebügelt wurden, als verzweifelte Versuche von Börsenspekulanten, den Aktienkurs von Wirecard zu manipulieren. Selbst in Fachforen für die Geldanlage wurde Wirecard immer wieder zum strahlenden Erfolgsunternehmen hochgejazzt, das quasi alle Aktionäre zu Millionären machen würde. Kritiker wurden mit Wucht und Worten überrannt, zumal auch Wirecard immer wieder rechtlich gegen Kritiker vorging. Und das würde man doch nicht machen, wenn es falsch wäre, oder? Zu den Kritikern gehörte auch der Blogger Jigajig, der in Wirecard eine Milliardenlüge exklusiv erzählt, wie lange er schon seinem Verdacht gegen Wirecard nachging. Ich war schon an dem Thema dran, da hieß die Firma Wirecard noch gar nicht Wirecard. Kritiker wurden massiv bedroht und mundtot gemacht. Und Kritikern wie Jigajig wurde schnell bewusst, dass sie sich durchaus in Gefahr begeben, wenn sie sich mit Wirecard anlegen. Ich habe sehr konkrete Warnungen bekommen. Du, pass auf, das sind Leute, die können gefährlich sein. Wir wollen dich nicht irgendwann tot aus der Isar fischen. Wie Wirecard die Milliardenlüge auch zeigt, wollte Wirecard die kritischen Postings von Jigajig, in denen er berechtigte Fragen zum Geschäftsmodell stellte, mithilfe von Anwälten zensieren. Oft auch erfolgreich. Zu welchen Mitteln Wirecard wirklich fähig war, musste auch der Investor Tobias Bosler erfahren, der bereits 2010 Unregelmäßigkeiten in der Bilanz von Wirecard entdeckte. Denn Wirecard schreckte auch vor konkreten Drohgebärden mit bedrohlich wirkenden Boxern nicht zurück. Dafür kommt sogar der Boxpromoter und ehemalige Profiboxer Ahmed Öner in der Doku zu Wort. Jedes Mal, wenn Wirecard Probleme hatte, wurde immer ich angerufen und die haben mir die Probleme erzählt. Und das größte Problem war mit Bosler. Da habe ich der kompletten Wirecard-Crew das Leben gerettet. Bosler sieht das natürlich anders. Als ich die drei gesehen habe, da war mir klar, die bringen jetzt keine Kekse vorbei. Und Öner, der in der Doku ohnehin krassen Klartext redet, erzählt, dass er zu Bosler gesagt hat, ich möchte, dass du in keiner Form über diese Geschichte weiterredest. Hast du mich verstanden, du Arschloch? Und zur Bekräftigung seiner Drohung will Öner dann auch noch mit seiner Faust gegen die Wand geschlagen haben. Auch den Journalisten, die seit 2015 immer wieder über Unstimmigkeiten in den Bilanzen von Wirecard berichtet hatten, wehte wegen ihrer Recherchen ein eisiger Wind aus Richtung Justiz entgegen. Im März 2019 verklagte Wirecard die Financial Times und auch die eben vorgestellte BaFin erstattete Anzeige gegen die Journalisten. Das ist keine Beweise oder wenigstens ernstzunehmende Anhaltspunkte für irgendeine Art von Kriminalität.
kriminellen Verhalten bei den Journalisten gegeben hat? Egal! Denn die BaFin vermutete, dass die Reporter mit Börsenspekulanten unter einer Decke stecken, um den Aktienkurs von Wirecard einstürzen zu lassen. Mit dieser Argumentation wehrte sich auch Wirecard immer wieder gegen jegliche Vorwürfe, dass die Bilanzen in Wirklichkeit bloß hübsch getrickste Excel-Magie sind. Denn wir wissen, Angriff ist die beste Verteidigung. Ganz gleich, ob gerechtfertigt oder nicht. Behördenversagen auf allen Ebenen. Auch schon weit vor dem Wirecard-Skandal wurden die Kontrollinstrumente für den Finanzmarkt immer wieder als unzureichend kritisiert. Aber wirklich nachhaltige Reformen blieben aus. Naja, und dann kam 2020. Und mit 2020 kam Wirecard und Melanie Bergermann, Journalistin bei der Wirtschaftswoche und Mitautorin des Sachbuchs, auf dem die Sky-Doku Wirecard, die Milliardenlüge, basiert, bringt in der Doku das Problem eindringlich auf den Punkt. Der Fall Wirecard war nur möglich, weil so viele Instanzen gleichzeitig versagt haben. Der Wirtschaftsprüfer, der nicht genau genug nachgeguckt hat, die Finanzaufsicht, die viel zu spät eingegriffen hat, die Staatsanwaltschaft, die hat einfach gepennt. Das Versagen wird in der Doku auch ganz klar auf allen Ebenen gesehen. Der Fall Wirecard zeigt wirklich ein Staatsversagen. Aber, und das macht das Ganze so besonders, es wäre absolut vermeidbar gewesen. Wenn man gewollt hätte, hätte man es auch sehen können. Selbst Insider wie Parv Gill, einer der Berater von Wirecard bei dubiosen Geschäften in Asien, kommen in der Doku erstmalig und exklusiv zu Wort und packen krasse Details aus. Aber wie Wirecard die Milliardenlüge auch anmerkt, wurde er trotzdem noch nicht als Zeuge vor Gericht geladen. Mitarbeiter wurden bis zum letzten Tag systematisch belogen. Selbst langjährige Mitarbeiter von CEO Markus Braun und COO Jan Masalek sind überaus glaubhaft aus allen Wolken gefallen, als das Kartenhaus Wirecard zusammenbrach. Wie die Sky-Doku zeigt, ist diese Milliardenlüge die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Wirecards. Einem Wirecard, an das die Mitarbeiter glaubten, und einem Wirecard, das zu einem der größten Wirtschaftsskandale der Welt wurde. Selbst Jörn Leo Grande als Head of Marketing sagt: "Ich habe 15 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet, das zumindest mal einen kriminellen Kern hatte, ganz offensichtlich. Für mich immer noch schwer zu begreifen. Als jemand, der für die Firma gearbeitet hat, hat man das Ausmaß der Katastrophe, die da passiert ist, niemals geglaubt." Bekräftigt wird diese Fassungslosigkeit auch durch Martin Osterloh, den Vice President Digital Sales bei Wirecard. Die meisten Mitarbeiter, ich würde sagen 98%, dachten, wir arbeiten für einen Zahlungsdienstleister und dass wir Tag ein, Tag aus für ein seriöses Unternehmen arbeiten. In Wahrheit war alles nur eine große Show. Ungeheure kriminelle Energie und Gier. Die bis jetzt genannten Gründe sind nur ein Teil von dem, was Wirecard so lange vor dem Zusammenbruch bewahrte und einen der größten politischen Skandale der letzten Jahrzehnte auslösen konnte, die auch in der an krimineller Energie alles andere als armen Welt der Wirtschaftsverbrechen ihresgleichen sucht. Jörn Leo Grande, ehemaliger Head of Marketing bei Wirecard, sagt in der Doku: "Markus hatte schon immer diesen Drang nach oben. Sein Ziel war, zu den großen 5-6 Tech-Unternehmen aufzusteigen. Zu Facebook, zu Amazon, zu Google. Das war das Ziel. Sowas wie ein Popstar im weltweiten Business zu werden." Und das gelingt Wirecard, die Milliardenlüge, extrem gut. Diese unglaubliche kriminelle Energie von Braun, Masalek und Oliver Bellenhaus zu dokumentieren. Bellenhaus geht oft im Schatten von Braun und Masalek unter. Aber wie der hochrangige Wirecard-Mitarbeiter Dashiell Lipscomb auspackt, war Bellenhaus als schamloser Rassist berüchtigt. Was Bellenhaus für Wirecard gemacht hat? Lipscomb formuliert es so: "Als ich andere nach Bellenhaus fragte, hieß es: Du willst nicht wissen, was er macht. Du willst nichts wissen, wozu du vor Gericht aussagen müsstest." Eine unglaublich ungeheure Ansammlung an Gier, Größenwahn und krimineller Energie, die so absurd und abgefahren ist, dass man bei einem Film sagen würde: "Ach komm ey, jetzt sind beim Drehbuchschreiber aber wirklich alle Sicherungen durchgebrannt." Aber sind wir ganz ehrlich, an die Wahrheit hier kommt eben nichts dran. Wie viele andere bizarre Details sich noch in dem ganzen Wirecard-Skandal verbergen und mit welch detaillierter Recherchearbeit und jahrelanger Hartnäckigkeit mutige Informanten und Journalisten die Hintermänner schließlich auffliegen ließen, das erzählt die wirklich sehenswerte Doku Wirecard – Die Milliardenlüge auf Sky. Hier packen die aus, bei denen die Wirecard-Führung alles gegeben hat, damit sie eigentlich ihren Mund halten. Und mit alles gegeben meine ich auch alles gegeben. Und ich weiß, dass ich mich gerade wiederhole, aber das ist eben auch so verdammt wichtig. Durch die ganzen mutigen Leute, die hier ihr Schweigen brechen, wird einem mal wieder richtig klar, wie wichtig es ist, dass Menschen nicht weggucken und ihren Mund halten, sondern hinsehen und darauf hinweisen. Wieder und wieder, bis ihnen endlich zugehört wird. Den Link habe ich euch in die Infobox gepackt. Da findet ihr alle Infos zum Film, zur Doku und wie ihr ihn bei Sky streamen könnt. Viel Spaß beim Anschauen und Leute, schnallt euch an.